euch mal die Suppe an. Heute am Mittwoch, dem 27. November 2024. Also ich sag mal so, da kann man nur noch nach Gehör fahren. Guten Morgen, Leute. Ich grüße euch heute am Mittwoch, dem 27. November 2024 um 9.33 Uhr. Und wie man schön sehen kann, wir fahren jetzt hier runter auf die 6 bzw. 61. Weil Werner sagt das so, aber ich glaube, wir müssen dann auch noch mal rüber auf die 5, weil irgendwie, ach, da waren schon 25 Minuten Verzug drin, aber es hat sich reduziert auf 3 Minuten durch geschickte Umfahrung. Ich vermute mal, er lässt mich jetzt eine Weile über die 6 fahren und dann aber wechseln wieder zur 5. Ist so eine Vermutung von mir. Aber wir werden sehen. Ja, weil ich nehme euch mit bis Schäferborn. Ne? Das heißt, das wird dann ein bisschen länger als am Montag. Ja, oh, bremst ja schön ab. Ja, wir haben... Ich hätte bald gesagt, wir haben nichts drauf, das stimmt aber nicht. Wir haben nur 4 Gestelle drauf. Ich weiß gar nicht, was die wiegen. Ja, müsste ich direkt mal gucken, ob die wiegen die 4 Tonnen. Nee, die wiegen keine 4 Tonnen. Ach, so, what the shit hier. Warte mal, die wiegen 3,5 Tonnen. 3,5 Tonnen, ja. 3,5 Tonnen Ladung. Also weniger, als wenn ich Klopapier geladen hätte. Ja, und ja, leider kann ich das nicht so nutzen, ne? Weil es hat sich natürlich immer noch nichts geändert. Meine Übersetzung hier ist immer noch für ein... Ne? Aber ich werde jetzt versuchen mal... Ach, jetzt sind schon 5 Minuten wieder. Aber ich werde mal versuchen... Ja, ich werde mal was versuchen in der Firma, weil ich sag mal so, dass mir das nicht gefällt, dass ich will jetzt nicht sagen, das interessiert keinen, das wäre jetzt ein bisschen zu hart, aber das, naja, interessiert eben nicht so wirklich, ja, da sagen die sich, das muss ich mir ziehen, aber meine Argumentation ist, dass das Auto 38 Kilometer mehr schreibt, für die ja auch schließlich Maut bezahlt werden müssen. Und ich habe festgestellt, dass ich so locker 2 Liter mehr auf 100 Kilometer verbrauche. Denn ich fahre das Auto ja seit 1,5 Jahren, kenne das ziemlich gut, kenne auch so ungefähr die Verbräuche, bei welcher Beladung. Und weiß auch um die Verbrauchsveränderung bei Regen oder wenn es sehr kalt wird. Und nein, ich glaube, ich kann mit Fug und Recht, wie man so schön sagt, behaupten, es sind 2 Liter auf 100 Kilometer mehr. Und eventuell lässt sich darüber, ne, ich meine, selbst wenn wir nur 10 Liter sagen, ist das 15 Euro, 16 Euro. Oder ja, im Grunde, wenn wir 12 sagen, fast schon knappe 20, dazu nochmal die Maut, also das ist schon Geld, das ist schon Geld in der Woche bzw. im Monat. Vielleicht wirkt das beschleunigend auf die Tachoverstellung, vielleicht. Ach, jetzt 6 Minuten 30, jetzt ist doch ein Shit, was hier läuft. Aber gut, was will ich machen? Was will ich machen? Ankunft so, ja, irgendwas zwischen 12.20 und 12.30. Ist aber okay. War auch gestern okay. War ich auch so um 1 zu Hause.
am Montag, da war ich halt spät, da habe ich eben zu lange gesessen und gequatscht. Ich glaube, mit dem Schweißer zwei Kippen geraucht oder so. Ja. So schaut's aus. Ja, hinter mir scheint die Sonne. Wie man sehen kann, so ein bisschen im Spiegel, ne? Der schönen Sonne. Ja, eben 7, jetzt haben wir mittlerweile 9 Grad, aber im Vergleich zu Montag doch deutlich abgekühlt. Aber halt dem Monat entsprechend, ne? Das ist jetzt wieder Novemberwetter, das war ja nicht mehr normal am Montag. Heute Morgen natürlich mächtig Nebel, also ich glaube, das war so der dickste Nebel, den ich so bisher hatte. Aber natürlich kein Problem, weil wir kennen die Strecke sehr gut. Und ja, im Notfall fahren wir eben nach Gehör. Na? Und wie hat so schön jemand gesagt, der Käpt'n und sein Nebelhorn. Na? Ach, was mir gefallen. Ach ja, und dann war da noch der Satz von wegen unplugged. Und das bezog sich garantiert auf diese Geschichte mit der etwas härteren Bremsung, weil dieser Pfosten da. Was haben die denn für Probleme? Oh, irgendwelche Probleme da. LKW und PKW. Und das ist schon wieder so ein Spezialist. Ja, ja, weil der Pfosten da einfach rausziehen wollte, ne? Ohne den rückwärtigen Verkehr, also sprich meiner selbst, zu beachten. Ja, und dann hat der eine oder andere mich für die Reaktion gelobt. Da kann ich nur sagen, ich bin froh, meine Reaktion ist wirklich noch ganz gut. Ne? Denn man ist ja schon ja, ein alter Sack. Und nein, die Reaktion ist doch ganz okay. Wird aber natürlich auch irgendwo hier bei der Fahrerei oder zumindest was die Reaktion auf Verkehrsgeschehen wird, die ja auch permanent trainiert. Also ich merke ja immer wieder diesen Unterschied. Nein, man ist doch schon relativ fit. In 50 Kilometer, 5 Minuten. Ach, ey, andauernd kommen hier grüne Empfehlungen. Da ist, glaube ich, die vierte oder fünfte. Ich vermute mal, dass sich wieder was geändert hat und dass der dann sagt, ja, dass der jetzt sagt, jetzt ist da gar nichts mehr. Vielleicht bleiben wir jetzt auch auf der Bahn. Das Problem, als er das Problem gemeldet hat mit 25 Minuten, da war in 89 Kilometer, ja, da brauche ich ja anderthalb Stunden, na, bis ich dann dort bin. Bis dahin, naja, ist in der Regel immer aufgeräumt, na, wenn da so ein Unfall war oder dergleichen. So, mal gucken, ihr seid da, alles gut. Ja, also das ist ja wirklich, das haben wir ja schon bei dieser Kamera noch gar nicht gehabt. Dass da irgendwie Aussetzer und Ausfälle sind. Aber gut, hatte ja auch, das war damals, als ich so eine hohe Bildrate hatte. Da werden die Kameras ganz schön heiß. Da kannst du, also hier, wenn so mit 4K, da kannst du in der Regel nicht so lange Aufnahmen machen. Da werden die K oder auch 8K oder was die da sonst noch alles haben. Da werden die Kameras so heiß, dann kriegen die da Probleme. Nein, niedriger. Aber wozu sollte ich das da tun? Ich mache keine Zeitlupe, nix. Achso, nochmal zurück. Ja, wie gesagt, da sagte jemand unplugged. Das hat mir gefallen. Das ist hier auch unplugged. Ne? Ich meine, ich nehme euch ja immer komplett mit und schneide eigentlich auch nichts raus. Das Einzige, was ich über die Jahre, muss ich jetzt sagen, hin und wieder schon mal rausgeschnitten habe, ist, wenn mir das leider passiert ist, dass ich so über eine orangene oder dunkelorangene bis rote Ampel gerutscht bin. Das, ja, so fein herauszuschneiden, dass es für den Zuschauer noch wie gelb wirkt.
Das habe ich mir angewöhnt, weil wir diejenigen, die schon lange dabei sind, und da gibt es ja einige unter euch, können sich ja noch zurückerinnern, als wir da so ein bisschen unter Beschuss standen. Ja, da habe ich das immer gemacht, um nicht angreifbar zu sein. Obwohl es noch die Frage wäre, ob man wirklich aufgrund so einer Aufnahme einfach mal so, ob das funktionieren würde mit dem Anzeigen. Aber wir wollen so Mist gar nicht ausprobieren. Wie gesagt, aber wenn solche Verkehrssituationen sind, schießt mir einer quer, ich muss mal eine fette Bremsung machen oder irgendwas, dann schneide ich das natürlich nicht raus. Sondern das gehört dazu. Darum geht es mir auch. Ich meine, einerseits ein bisschen zu unterhalten mit dem, was ich erzähle, aber auch ganz realistisch mitzunehmen. Na? Dazu gehört auch, dass die Kiste Bercher mal 94 rollt. Ne? Die Software erlaubt ihr das. Und dann nehmen wir doch das mit. Ich habe auch festgestellt, warum der Verbrauch nicht runtergeht. Obwohl ich ja nur 84 fahre. Ja? Oh, jetzt habe ich auch gerade mal 86 gesehen, aber eigentlich sind es nur immer 83, 84. Ist die Karre drehzahlmäßig in einem Bereich, den ich normalerweise nur habe, wenn ich 90 fahre. Nur wenn ich 90 fahre, dann erlaube ich ja dem Fahrzeug zu schwingen zwischen 85 und 94. Also er darf bis 94 hochlaufen, aber wenn er über die Kuppe kommt, darf er sich auch bei 85 mal ausklinken. Und das sind diese Schwingungsphasen, die dann eben auch sich sehr spritsparend auswirken. Da ich aber natürlich bei 83 den nicht 5 km/h runterfallen lasse, ja, auf 78, habe ich jetzt natürlich 90 minus 0 und nicht mehr 90 minus 5 wie sonst. Und das heißt, immer wenn er unter 90 fällt, zieht er sofort wieder an. Aber die 90 sind ja nur, ich hätte fast gesagt, auf dem Papier, die sind hier ja nur in der Anzeige. Real ist es ja dann eben nur die 84. Ja, wir müssen immer mal gucken, was Werner uns so zu erzählen hat. Ja, ihr wart ja jetzt eben gar nicht dabei. Bruchsal ist zumindest auf dem Rückweg jetzt offen. Komplett fertiggestellt, 3 Spuren. Ganz im Gegensatz zu hier, ganz glatte, ebene Fahrbahn. Du fährst wirklich wie in einer Sänfte. Hier, das ist ja nicht mehr feierlich. Und dabei ist das gar nicht alt, nein. Und also ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben, dass das so ein Gehubbel hier ist. Da frage ich mich auch, wenn die jetzt, sagen wir mal, ob man da der Auftraggeber für so ein Stück Autobahn, was ja in der Regel der Bund ist, ob der da auch reklamieren kann, ne? Wenn da nach einem Jahr da plötzlich so eine Hubbelstrecke ist. Dann hatte ich euch am Montag im Video von dieser Geschichte mit diesem Schrank von Scheppach erzählt. Ne? Also so ein Werkstattmodul ist das ja mit Schrank, Werkbank, 2 Hängeschränke und 2 Unterschränke. Also schon schick so und eigentlich auch qualitativ gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, der Schrank hat ja diesen Stauchschaden. So, dann habe ich Montagnachmittag, bin ich auf die Seite von Detto gegangen. Und dann muss natürlich alles ausfüllen. Anrede, Vorname, Nachname, Adresse, Rechnungsnummer, die Artikelnummer. Und dann musst du einen kleinen Text schreiben, welches Problem du hast.
dann gibt es die Möglichkeit, drei Bilder anzuhängen, ne, um das eben zu zeigen. Und dann war das so, das habe ich dann Montag gemacht, das zog sich aber so ein bisschen hin. Und es war schon so zu dem Zeitpunkt, wo ich also langsam mal, wirklich langsam mal ins Bett musste. Und ja, und habe alles ausgefüllt und drücke auf Absenden. Da kommt die Mitteilung, dass die Seite, irgendwie Fehler 404, keine Ahnung, die Seite ist momentan, also ups, tut uns leid, die Seite ist momentan nicht erreichbar. Ja, da hätte ich doch schon wieder mit der Faust auf den Tisch schlagen können. Ne? Alles für Nütze gemacht, alles weg. Ja, habe ich zu meiner Frau gemeint, da muss ich morgen am Dienstag nochmal ran, jetzt muss ich ins Bett. Gestern am Dienstag habe ich mit der ganzen Geschichte früh begonnen. Fülle wieder alles aus, schreibe wieder meinen Text, drücke wieder auf Absenden und was kommt? Wieder der Fehler. Da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht, ne? So zwei Tage hintereinander und immer wenn man auf Absenden drückt, ja, ups, ist die Seite nicht mehr erreichbar. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute mit kleineren Reklamationen, wo es also um niedrigere Beträge geht, aufgeben und die Schnauze voll haben und aufstecken. Ist natürlich überhaupt keine Sache, ne? Also zwei Tage hintereinander der gleiche Fehler, weil die sagen, versuchen Sie es in oder später nochmal erneut oder in Kürze wieder oder irgendwas. Und ich war stinksauer. Und dann meinte dann meine Frau, ja, wir lassen uns doch nochmal in die Rechnung schauen, beziehungsweise in diesen Lieferschein. Vielleicht gibt es eine Telefonnummer, weil auf dieser Netto-Seite gab es keinerlei Möglichkeit anzurufen. So, dann sind wir auf unsere Rechnung da gegangen und dann muss ich erstmal feststellen, dass ja, dass eine Firma, eine GmbH, eine Vertriebsgesellschaft, die betreut den Netto-Online-Shop mit allem, ja, also ja, gar nicht Netto direkt. Das heißt, vielleicht wäre die Reklamation auf der Netto-Seite sowieso nicht an der richtigen Stelle angekommen. So, da war eine Telefonnummer. Ich glaube München 089 oder irgendwas, aber kein Thema. Angerufen und ja, erst ging es um Datenschutz. Da musste man 1 oder 2 drücken oder wegen Gespräch mithören. Habe ich kein Problem mit, also zack, die richtige Ziffer gedrückt. Dann nochmal musste man, glaube ich, ob es um Lieferungen ging oder um Reklamationen. Und die Reklamation war die 2. Gedrückt, schwuppdiwupp, wirklich ohne langes Warten, war ein, ja, er hörte sich schon von der Stimme her jünger an, ein junger Typ am Apparat. Aber ich muss sagen, einwandfrei. Erstmal einwandfrei deutsch sprechend, ja, was ich an solchen Stellen oder wenn solche Positionen besetzt werden, schon ziemlich wichtig finde. Weil ich habe ja da vor einer Weile mal da mit so einer Art Hotline zu tun gehabt und ja, wenn da die Leute, dann hast du das Gefühl, dass sie einen vielleicht nicht richtig verstehen oder so. Na, also ich finde, das war schon mal gut. Und ja, man muss immer ein bisschen aufpassen. Ne? Man ist natürlich wegen dem Ärger ein bisschen aufgebracht, aber man muss sich da zur Ruhe zwingen, nett und freundlich. Und ich muss auch sagen, es war wirklich absolut nettes Gespräch. Also du hast gemerkt, nee, sagt er, ich habe ihm geschildert, dass das zweimal fehlgeschlagen ist. Sagt er, ist gar kein Problem. Geben Sie mir mal die Kundennummer, irgendwie habe ich ihm gegeben. Schwuppdiwupp konnte er wohl sehen, worum es geht. Und dann hat er gesagt, während des Gespräches, ja, ich habe Ihnen gerade mal eben eine E-Mail geschickt. Darauf können Sie antworten.
Und da kann man auch Bilder anhängen und man kann auch mehr Bilder anhängen. Ja gut, statt 3, 5, weil dann ist nämlich auch das Datenvolumen, was man mit unserem Anbieter da verschicken kann, erschöpft. Die sagen zwar immer, es soll demnächst größer werden, aber hat sich bis jetzt nichts getan. Naja, auf jeden Fall habe ich dann Bilder gemacht. Ach so, da hatte ich mit ihm abgesprochen, dass ich auch noch mal über die Bilder zeige, dass die Verpackung nicht beschädigt war, weil der Spediteur, der es da gebracht hat, der ist nicht der Übeltäter. Naja, da wollen wir mal den LKW-Fahrer, der uns das da bis vor die Garage gefahren hat, meinen Schutz nehmen. Ja, und das Ganze habe ich ihm dann geschickt mit Telefon und jetzt müssen wir mal abwarten. Die wenden sich dann von dort aus wieder an den Scheppach. Und ich sag, ja, ich sag, boah, wir haben eigentlich nicht so den Bock, den riesen Schrank wieder einzupacken und zurückzuschicken. Nee, meint er, ich sollte also genau aufschreiben, was jetzt defekt ist und auch zeigen. Und dann würde uns wahrscheinlich das defekte Teil in neu geschickt. Naja, also ich sag mal so, auch die Türen haben ja Bollen. Normalerweise müssten sie einen Schrank mit Türen schicken. Das Minimum wäre der schwarze Schrankkorpus ohne blaue Türen. Und natürlich auch ohne Regalböden. Also das ist wohl ziemlich sicher, dass sie uns die nicht mitliefern werden. Ja, aber was soll's? Warte mal. Was ist hier los? Frankfurt. Auf der 5 plus 20 hinter Heppenheim und auf der 67 plus 19 hinter Gernsheim. Das ist doch scheiße. Aber ich habe hier nichts mehr drin. Naja. Wir werden jetzt... Ja, das heißt, Werner sagt ja, fahr halt dich links. Wir fahren jetzt weiter auf die 6, aber es kann natürlich sein, dass er uns geschickt führt, dass wir nach dem, also wenn wir an dem Problem auf der 5 vorbei sind, dass wir dann wieder auf die 5 geschickt werden. Könnte sein. Könnte sein. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal hier auf der 6. Ja, ich bin jetzt mal, wie gesagt, ja, und ich habe dann, da haben wir dann so gesagt, naja, wenn wir also einen Schrank mit Türen, dann hätten wir nochmal so einen Besenschrank für die Garage oder irgendwie, also den könnte man schon noch nutzen. Ne? Ist dann halt, ja, ich sehe das dann als Entschädigung für den Ärger. Schauen wir mal. Zur Not können sie das Ding auch wieder abholen. Ist mir auch egal. Mir geht es nicht darum, jetzt da irgendwie so ein Schrankgehäuse abzustauben. Ich möchte halt, immerhin hat das irgendwie 700 Euro gekostet, der ganze Mist. Den möchte man wenigstens, wenn er ankommt, dass er in Ordnung ist. Na. Ich meine, so macht die Geschichte schon einen relativ, also besser als der Krempel, der sonst so verkauft wird in den, ja, was so in den Baumärkten schon mal angeboten wird. Also ist von Blech, von der Blechstärke und Stabilität eigentlich ganz ordentlich. Aber das wird noch dauern, bis das alles fertig ist. Das wird noch dauern. Also hier sagt er, fahr weiter auf der 67. Also bei 4 Gestelle müsste ich normalerweise runterkommen auf 24 Liter. Ja, war natürlich 30er Nacht, aber das ist auch schon Mist gewesen, weil normal wäre 28, weil wir haben keinen Regen gehabt.
Es war auch nicht so kalt. Da wäre eigentlich so 28 Liter, aber es waren 30 halt. Ne? Und ja, und hier müsste ich eigentlich auf 24 runterkommen. Ich befürchte aber, dass sich das am Ende so eher bei 26 einpendelt. Jetzt sind wir bei 27,4, aber es geht ja weiter runter. Was hat er da für Probleme? Keine. Oh mein. Mein Staplerfahrer hat Probleme mit der Waschmaschine zu Hause. Und da hat er mich heute gefragt, weil er hat ja schon mitbekommen, dass ich alles Mögliche repariere, ob es wohl das Schloss sein könnte. Ich meine, unbesehen ist es immer schwierig, aber von seiner Schilderung her habe ich gemeint, naja, du gehst ja kein großes Risiko ein. So ein Schloss kostet 12 bis 15 Euro, bestellst du das, baust es ein und entweder geht es dann wieder einwandfrei oder nicht, aber ist ja jetzt nicht so eine Riesenausgabe, weil eine neue, also die, die er sich so ausgeguckt hat, die kostet mal eben so 600 Euro. Ne? Gut, sie ist schon 11 Jahre alt, aber ich habe gesagt, mein Gott, warum? Na, probier es aus. Ich konnte natürlich auch wieder reparieren am, genau, das, deswegen ist das auch am Montag so spät geworden, bis ich dazu kam, mich da um dieses Kontaktformular wegen der Schrankreklamation zu kümmern. Ich musste nämlich vorher erstmal die Hecktüren an unserem Zweitwagen reparieren. Also insofern, wir wollten mittags rausgehen mit den Hunden. Ich drücke auf die Zentralverriegelung, die klackt auch. Fahrertür, Beifahrertür auf, aber die Hecktüren nicht offen. Wie verschlossen. Irgendwas funktionierte nicht. Naja, nun haben wir ja noch eine Seitentür, dann haben wir die kurzerhand benutzt, um die Hunde einzuladen. Erstmal mit den Hunden gelaufen. Später, das hat mich natürlich sowas von geärgert, bin ich hingegangen, zack, zack, Verkleidung runter. Dann habe ich mich mit der ganzen Hebelei und Mechanik beschäftigt und habe gesehen, das ist alles ganz staubig und trocken da drin. Und habe das dann erstmal alles ordentlich abgeschmiert und gängig gemacht und so. Und was soll ich euch sagen? Es flutscht wieder. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Es flutscht wieder. Es funktioniert wieder einwandfrei. Ja gut, ich meine, der Wagen ist von 2007. Ne? Ich sag mal, über so viele Jahre kann da schon mal die Schmierung nachlassen. Und da das ja unter der Verkleidung ist, kommst du da nie dran. Da musst du schon die Verkleidung abnehmen. Aber ist okay. Kein Problem. War ja, weil ich habe ja gehört, dass das Elektrische, also der Magnet, der das zieht, dass der noch arbeitet. Das war klar, das ist irgendwie ein mechanischer Fehler. Normaler, der sagt jetzt eigentlich keinerlei Verzug mehr, oder? Nee, nee, alles weg. Alles weg. Wenn ich mir so überlege, wenn du so einen Fehler hast und hast überhaupt, also keine Ahnung und ja, Werkzeug wurde da jetzt nicht viel gebraucht, ein Schraubenzieher, um die Verkleidung abzunehmen und halt Schmierstoff. Ne? Ja, aber wenn man da sich nicht rantraut, ich weiß nicht, was die so in der Werkstatt machen würden, ne? Ob sie einem eine neue Mimik verkaufen. Da möchte ich nicht wissen, was die kostet, nein. Und selbst wenn sie einem keine neue Mimik verkaufen, ich habe dafür eine gute halbe Stunde, länger vielleicht sogar, erstmal rumgefummelt, vielleicht habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht. Naja, aber ich sag mal eine Stunde. Und selbst wenn du nur eine halbe Stunde los wärst, nein,
Die machen noch nichts mehr unter. Ja, ich muss sagen, ich weiß das gar nicht so genau. Früher, also beim letzten Mal waren es glaube ich noch 55 Euro. Aber ich denke mal, mittlerweile kostet die Werkstattstunde vielleicht noch 70 Euro. Und dann bist du ja schon mal 35 Euro los. Ne? Noch ein bisschen Schmierstoffe, Kleinteile, bla bla bla. Ja, 40 Euro, Mehrwertsteuer. Da kommt schon was zusammen. Für so einen kleinen, simplen Fehler, den man echt locker selber beheben kann. Ja, vor allen Dingen habe ich gesehen, man müsste vielleicht mal überall die Verkleidung abmachen und die ganzen Innereien da abschmieren, dass es alles mal wieder ein bisschen flutschiger ist. Das würde nicht schaden. Problem ist, wenn du diese Verkleidung abnimmst, ein Teil der kleinen Stöpsel bleiben ja heil, aber der eine oder andere, da bricht dann das Köpken ab, da brauchst du dann so Stöpsel. Aber ich habe ja zum Glück noch den anderen Wagen da stehen und da sind ja noch die Verkleidungen drin und auch die Stöpsel dafür und so. Ja, die Zeit, also ja, man kann sagen, das Leben, ne, habe ich ja gestern auch zu meiner Frau gesagt, das Leben rast dahin. Ne, ich sag, morgen ist schon wieder Mittwoch, ne, also sprich heute, ist schon ja eigentlich Halbzeit, die halbe Woche schon wieder rum. Gut, das Ganze ist natürlich noch krasser, wenn man ja so vollgepackt ist halt, ne, mit irgendwelchen Dingen, die man erledigen muss, dann ist die Zeit natürlich nachmittags ganz schnell rum. Man muss wieder ins Bett, ne, und nachts wieder raus. Und ich muss sagen, jetzt das war ja die dritte Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und die war gut. Die war richtig gut. Nicht einmal raus. Voll durchgepennt und es hat sich auch direkt bemerkbar gemacht. Ich hatte am Montag als auch am Dienstag morgens immer ein bisschen zu kämpfen. Heute Morgen absolut okay. Absolut okay. Aber heute Nachmittag habe ich auch schon wieder ein bisschen Programm. Wir brauchen wieder leckeren Ziegenkäse von unserem Ziegenbauern, aber den muss ich erstmal anrufen und hören, ob er auch einige, wir kaufen ja immer dann so 8 oder 10 Stück oder was, ob er die am Start hat. Und ja, da hatte ich Körner bestellt für unsere Hühner, die muss ich auch holen, die hätte ich eigentlich gestern schon holen können, aber da hatte erstmal diese Reklamationsgeschichte Priorität. Und nachdem das erledigt war, war mir dann mehr mal ein bisschen entspannter YouTube schauen. War wieder eine weitere Folge hier von Seven vs. Wild. Das ist so momentan. Ja gut, was schauen wir momentan? Seven vs. Wild. Ich muss sagen, ich bin aber auch so ein bisschen der Bestimmer. Das heißt, wenn ich mir natürlich so Sachen anschaue, wie soll ich sagen, was interessiert meine Frau so gar nicht. Ach ja, wenn ich mir Videos bezüglich Messer anschaue, dann meutert meine Frau. Also da hat sie keinen Bock drauf. Obwohl, zu Nikolaus gibt es ja noch eins. Und auf jeden Fall, da hat sie keinen Bock drauf. Da sagt sie auch, nee. Aber was sie mit mir zusammengeguckt, ist also kein Thema, dieses Seven vs. Wild. Elektro-Trucker guckt sie auch. Ich meine, das ist ja auch ein netter Typ so, der auch gut erzählt und so weiter. Nee, das gucken wir schon mal zusammen, das guckt sie aber auch mit. Dann diejenigen, die länger dabei sind, wird es wissen, Itchy Boots. Also diese Holländerin, die, sagen wir mal, so gut wie ständig mit dem Motorrad auf Reisen ist, die schauen wir uns gerne an. Dann
Ich mit Untertiteln halt. Die hat super Untertitel, also hervorragende Übersetzungen ins Deutsche. Ich benötige die nicht ganz so, weil ich spricht auch ein sehr gutes Englisch, dem ich folgen könnte, aber für meine Frau ist es natürlich wichtig. Die hat ja nie Englisch gelernt. Und das sind so eigentlich die drei, wo wir jetzt regelmäßig so jede Folge schauen. Ne? Ja, kann man so sagen. Alles andere ist immer so, wenn es einem vorgeschlagen wird oder wenn man es zufällig entdeckt. Wir haben jetzt letztens auch schon mal so 3D-animierte Kurzfilme geschaut. Also ja, Zeichentrick ist das ja nicht. Das nennt sich 3D-animiert. Also es sind aber schon irgendwie gezeichnete Figuren halt. Und das sind immer ganz witzige Storys. Sowas kann man sich auch schon mal ansehen. Ja, das ist weniger dann in der Woche, das ist dann mehr am Wochenende, da gucken. Also, wie gesagt, ich bin der Mann mit der Fernbedienung in der Hand, ja. Allerdings muss ich mir natürlich auch, wenn die Wahl mal daneben ging, die Kritik gefallen lassen, nein. Wenn ich mal was Falsches aussuche. Letztes Wochenende war es ja okay, das war ganz interessant mit dem Alfred Herrhausen, diesem Banker, der da eben, wie gesagt, damals von der RAF, das heißt, die haben sich dazu bekannt. Aber wer wirklich jetzt letztendlich dahinter gesteckt hat, weiß man ja bis heute nicht. Auf jeden Fall, das war eine interessante Doku, die uns beiden gefallen hat. Also, aber wenn ich da schon mal daneben greife, dann, wie gesagt, kriege ich das so deutlich gesagt. Powerboat. Ja, Kabarett und Comedy, also gute Comedy. Wenn er zu flach ist, dann also zu flach vom Witz und auch so Blödeleien, so, das ist nicht so. Also deswegen dann manchmal eher Kabarett. Aber wie gesagt, gute Comedy, gute Sprüche. Zum Beispiel den Sträter, obwohl, was ist das Vermessung? Was schlackert er damit an? Manchmal schauen wir auch Sachen, da sagt meine Frau dann, wie kommst du denn jetzt da drauf? Ne? Ich sage, ja, ist mir vorgeschlagen worden, ne? Und dann gehe ich einfach mal da dran. Es ist natürlich so, wenn du dir jetzt sowas anguckst, also ein bestimmtes Genre, ich sag mal, ja, was soll ich als Beispiel mal bringen? Ja, gut, wir sagen mal, ich gucke mal zwei Videos wegen Waschmaschinenreparatur. Dann kriegst du natürlich andauernd solche Videos vorgeschlagen. Ne? Obwohl vielleicht das Thema auch schon wieder passé ist. So, jetzt sagt der hier, aber in 2,2 Kilometer soll ich da irgendwie raus. Zwingenberg raus. Ja, das machen wir auch. Das machen wir. Werner wird das schon wissen. Ja gut, obwohl natürlich, wir müssen aufpassen, wegen gesperrt für LKWs. Ne? Das wäre dann nicht so gut. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal rausgefahren sind. Zwingenberg. Aber wir machen das.
Gernsheim, Biblis, Zwingenberg, so. Komm auf den Werner hören, ne? Aber warte mal, dann nehmen wir den Werner doch mal verbal auch ins Boot. Nehmen wir ihn mal verbal ins Boot. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Jo. Das ist aber... So, jetzt aber 100%. Am Ende der Straße biegen Sie rechts ab. Müssen wir erstmal aufpassen wegen Fahrradfahrer, ne? Hoppla. War aber ein heftiger Schaltvorgang. Ich lache, weil der Werner, der sagt jetzt in 1,9 rechts und Else oben sagt in 4,4 links. Ja, mit dem rechts müssen wir natürlich vorsichtig sein. Der bringt ja so Klopper, dass der mich da in ganz kleine Straßen auch reinschicken will, die wirklich nur PKW geeignet sind, da kann ich das nicht machen. Dann fahren wir einfach weiter. Na, und richten uns dann nach Else. Also man muss geschickt mischen, sag ich mal. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich hier schon mal raus bin. Aber gut. Was haben wir hier? Schilf oder was? Was ist das denn? Schilf? Das sieht aus wie Schilf. Also Waldstraße. Boah. Wegen Lärmschutz, kein Problem, fahren wir 30. Guck mal, wie er lacht, 28, hä? 360 Meter Waldstraße, also, obwohl das da vorne, ja. 300 Metern, biegen Sie rechts ab. Ja, dann überlege ich mir noch, ob ich das wirklich tue. Na, ich sehe schon, das tue ich nicht. Nope. Nope, 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 nope. Hier ist nämlich schon das Problem. Gesperrt für über 7 Tonnen. Anlieger frei. Nein! Werner, das ist scheiße. Mache ich nicht. Ja, guckt euch das an, ey, was eine Straße. Da wäre ich doch, also ich, klar, irgendwie wäre ich da schon um die Ecke gekommen, aber trotzdem. Ah, jetzt sind sich wieder einig hier, die beiden Vögel. Na, in 2,6 Kilometer, beziehungsweise 2,5 links. Das ist doch okay. Naja, wie jetzt seiner Kiste hier. Bestimmt Weihnachtsbeleuchtung aufhängen. Ja, es weihnachtet sehr. Überall wird die Deko rausgehauen. Wir haben es ja nicht mit dem Dekorieren. Hauen wir uns mal hin.
Ja, passt doch, alles gut. Ein bisschen mit zwei Rädern über den Bürgersteig. Ja, wie gesagt, wir haben es nicht mit der Deko in keinster Weise. Gut, eine Zeit lang hat meine Frau immer ja, ich will nicht sagen rumgesponnen. Da hat sie immer geredet wegen Tannenbaum, Tannenbaum. Ich habe gesagt, was wollen wir mit dem Tannenbaum? Wir beide. Na, wenn Tochter Lotti einen Tannenbaum macht wegen dem Kind, ja, okay. Aber wir brauchen doch nicht noch einen extra Tannenbaum. Mittlerweile spricht sie es nicht mehr an, hat sie es eingesehen. Wir machen nichts mit Tannenbaum. Feierabend. Ist okay. Ja, und auch so machen wir keine Deko. Die einzige Deko, die wir haben, den haben wir irgendwann mal geholt, weil meine Frau fand das irgendwie gut und wollte das gerne. Und das ist so ein Weihnachtsmann, den man raushängen kann an so einer Leiter mit Lichtleiste. So ein Teil aus dem Haus oben, aus dem Dachboden hängen wir den dann raus. Den haben wir wohl, aber das war's dann auch. Nein, aber Tochter Lotti, die dekoriert ziemlich stark und wir haben dann am Montag, glaube ich, da angerufen, dann war Enkel Theo, ne, war am Telefon so. Und dann haben wir gesagt, was macht deine Mutter? Und dann meinte er, ja, meine Mutter, die läuft hier gerade mit der Leiter durch die Wohnung. Ne? Sagen wir, ja, okay. Was macht sie? Ja, dekorieren. Ne? Auch gut. Und dann sagt er so, und das fand ich wieder so geil, da sagt er, ich glaube, meiner Mutter gefällt das nicht so, was sie da gemacht hat. Ey. Der ist so klasse, ey, so von der Ausdrucksweise. Aber jetzt muss ich mal aufpassen, in 800 Meter neue Bergstraße. Jo. Nee. Bleiben Sie links. Ja, bleib mal ruhig. Natürlich bleibe ich links. Na, wieder vorne sein. Na ja, Darmstadt, Heidelberg, das ist doch schon mal gut. Nach 300 Metern biegen Sie links ab. Ja, das wird da vorne sein, ne? Ja, da fahrt er mal wieder. Biegen Sie links ab. Ja. Naja, klar, sonst würden wir ja wieder Richtung Heidelberg, Zwingenberg fahren. Wir wollen Darmstadt. Darmstadt ist gut. Und ist halt B3. Ja. Da sind sie sich auch einig. Obwohl der eine sagt 30 Meter, der andere 60 Meter. 30 Meter Differenz. Oh, upsie. Upsi, Auffahrunfall da drüben, Krankenwagen, dicker BMW. Naja, wir kümmern uns jetzt nicht so fett darum. Wir haben unsere eigenen Klamotten am Laufen. Ah, hier schon Spargelfelder wieder am Start. Ja, am Samstag, wir hatten noch eingefroren Spargel. Da haben wir lecker Spargel gegessen. Hoppla. Ist grün. Ja, der eine sagt, ich soll in 700 Meter. Nee, das machen wir aber nicht. Richtung Funkstadt. Der andere sagt, also beide sagen nach links, aber der eine in 700 Meter und der andere in 3,1 Kilometer. Da aber der obere, also Else, ja nicht eventuelle Probleme auf dem Schirm hat, höre ich lieber auf Werner.
Ich sehe nämlich da vorne autobahnmäßig, dass das da wieder Richtung Autobahn geht. Das könnte aber zu früh sein, ne? Das könnte zu früh, obwohl, ne, Autobahn ist geradeaus. Umleitung. Nee. Nee, da richte ich mich doch mal lieber nach dem unteren. Wenn der natürlich mich da in eine Kackstraße dann führen will, dann habe ich natürlich die Arschkarte. Dann hätte ich doch mal bis auf den oberen gehört, aber ist mir zu heiß, weil oben, wie gesagt, hat ja überhaupt keine Staus, nichts dergleichen mehr auf dem Schirm. Fahren wir mal ein bisschen hier durch die Ortschaften, ne? Ist doch auch mal nett. Kerle, Kerle, ich sehe was los, ey. Jetzt sagt er hier wieder irgendwas mit, na, in 230 Meter nach rechts, ey. Nein, ich... Ach hier, Richtung Seeheim, Jugendheim. Nee, nix da. Ich mach das lieber mit den 1,8 Kilometer. Na, das ist ja auch wieder so eine schmale Gasse gewesen. Multimarken Gebrauchtwagen. Multimarken. Herzlich willkommen. Also hier, also ich bin mir sehr, sehr sicher, ich glaube, hier bin ich noch nie hergefahren, in den ganzen 7 Jahren nicht. Nee, das war, ja gut, war vielleicht nicht so nötig, keine Ahnung. Hessischer Verkehrsübungsplatz. Ah, das liebe ich ja, wenn sie sich einig sind. In 700 Meter wollen beide nach links. Das, also, na, es geht doch nicht über Einigkeit. Lustig wäre, wenn ich beide jetzt akustisch anhätte, dann würden sie, aber dann verstehst du nichts mehr, dann plappern sie ja beide mehr oder weniger durcheinander. Ja, für LKW heißt es auch links. Ich weiß gar nicht, ist das eine Empfehlung? So ein gelbes Schild? Oh, wow, wow. Wollte aber einer noch unbedingt über die Ampel. Ich hatte erst überlegt, ob ich heute am Mittwoch die Kamera in der Mitte festmache. Was heißt in der Mitte? Also hier rechts von mir am Sitz, sodass die Kamera hier so mittiger ist. So nach dem Motto, mittwochs ist die Kamera in der Mitte, aber ich habe dann
mich dann doch wieder dagegen entschieden. Ah, da ist er wieder. Der kleine G. In der Farbe, die ich natürlich bevorzugen würde. Hier auch wieder 10 Meter und unten Werner sagt 20 Meter. Aber gut, das sind jetzt so Feinheiten. Ist nicht so dramatisch. Wollen wir mal schauen. Och, geht schon hier direkt auf die Bahn hier oder was? Scheint so. Ist doch nicht schlecht. Sind sie sich auch wieder beide einig? Ja, da geht doch. Ja, und jetzt gehen wir nämlich auf die 5, aber nach dem Problem. Nach 300 Metern biegen Sie rechts ab, dann fahren Sie auf die Autobahn. Jo, mach ich. So, haben wir das, na, war ja nicht nur ein Problem, die Probleme umgurkt. Sind wir auch schon ziemlich weit in 9,7, da wird wohl das Darmstädter Kreuz sein, genau, da geht es dann ab wieder auf die, naja, nein, nicht ab, also wo die 5 und die 6 zusammenkommen und wo wir dann runterfahren. Und dann werde ich die letzten anderthalb Stunden dann ab Schäferborn nochmal Hörbuch hören. Und ich habe schon zu meiner Frau gesagt, ich brauche Nachschub. Na, mir gehen die Hörbücher aus, sag ich mal. Im Moment habe ich ja, wie gesagt, Noah Fitz. Ja, nicht Fitzek, sondern Noah Fitz. Der schreibt also Thriller. Da geht's eigentlich immer. Ach, hat einer seine Reifen abgeladen. Um Serienmörder. Ne? Ich meine, die sind ja gar nicht so häufig. Zum Glück. Aber da habe ich so gedacht, also wer sich das so ausdenkt, ne? Vor allen Dingen ziemlich hardcore-mäßig. Also, holla. Da braucht man schon auch beim Lesen stabiles Gemüt. Aber da denke ich auch, wer sich sowas ausdenkt, ne? Was weiß ich, dass Leute, andere Leute häuten oder irgend so Klamotten, also das ist schon sehr speziell. Ja, Mutti, was soll das hier? Ha? Was hast du wieder gemacht? Vor mir rein und dann, ach, 60 steht da oben. Na, 50 Sekunden, sagt er hier. Doch noch mal ein kleiner Verzug. Ach, habe ich doch noch gar nicht erzählt. Hier, warte mal. Den werden wir auch jetzt mal essen. Hä? Wo ist denn der Teil jetzt? Wie bitte?
ist der jetzt runtergefallen? Ja, der muss runtergefallen sein. Ach Quatsch, ich bin ja ein. Manchmal bin ich auch ein Vollidiot. Ich habe das Teil doch. Holla, holla, aufpassen. Aufpassen, yes. Warnblinke schmeißen hier. Und hat der Hintermann registriert. Ja, der scheint keinen Warnblinker anzumachen. Also, ich habe schon gedacht, der wäre jetzt weg hier. Aber nein. Hab da wieder ein Muffin geschenkt bekommen. Hier, schön. Ah, das ist wieder einer von den. Die Blaubeer, die fand ich ja nicht so überzeugend letztens, dunklen. Ich fand also diese hellen hier mit, keine Ahnung, Pfirsich, Aprikose oder dergleichen, also viel geiler. Da habe ich doch heute wieder einen bekommen. Ach nee! Ach, gut, dass ich. Dass meine Nase noch funktioniert, sonst hätte ich jetzt geschmackstechnisch die volle Explosion erlitten. Nein, und zwar, er hatte mir die schon angekündigt. Das ist ein Pizza-Muffin, ja? Weil ich halte jetzt die Nase dran und es riecht nicht nach süßem Kuchen, sondern es riecht nach Zwiebeln und so Gedöns, ne? Da habe ich schon. Oh. Und da hat er, das hat er mir aber schon angekündigt. Wollen wir doch mal probieren. Wir werden jetzt. Leute, ich habe noch nie in meinem Leben einen Pizza-Muffin gegessen. Ich meine, ich bin jetzt sowieso kein Muffin-Spezialist oder was. Aber so, man kennt sie oder hat sie schon mal geholt. Oder Tochter Lotti hat auch schon mal welche gebacken. Und ich muss sagen, die. Ihre Backkünste sind jetzt nicht die größten, aber konnte man essen. Aber jetzt bin ich doch mal. Ah, jetzt muss ich erstmal so ein bisschen mich drauf einstellen, sonst ich hätte jetzt reingebissen in dem Glauben, süß, Aprikose, Pfirsich oder irgendwas und dann auf einmal hast du so einen Geschmack. Das wäre natürlich so ein bisschen ein Schock. Nein, Pizza-Muffin. Hm. Naja. Nee. Nee, der überzeugt mich nicht. Nee. Die Kombi. Also kann man essen, aber ist jetzt nicht so der Kracher. Na. Jetzt brauche ich eigentlich deine Stimme nicht mehr. Also er wollte, ich glaube, er hat auch, als er mir die angekündigt hat letztens, da hat er gemeint, er will dann auch wissen, wie sie mir schmecken. Hat er zwar eben nicht mehr explizit dabei gesagt, aber also nächstes Mal frage ich ihn, was er hat. Pizza Muffin möchte ich nicht mehr. Nee. Hoppla. Nee. Nee, ich esse halt auch nicht mehr auf. Ist vielleicht jetzt nicht so. Nee, ich nehme das mit nach Hause, freuen sich die Hühner. Ich habe ihn gefragt, ob ich mal eine Packung, mein Gut, momentan legen.
Du blöder Hund, du! Mann, ey, immer dieses enge Reinfahren. Ich hasse es wie die Pest, ey. Dass sie mir den Sicherheitsabstand zerschießen, ey, das geht denen gar nicht durch den Kopf. Oder denen geht auch nicht durch den Kopf, wenn eine plötzliche Vollbremsung kommt, dass das nicht mehr reicht. Da hänge ich dann drin und dann bin ich das Arschloch. Ja, da kommt gerade die Rennleitung. Mit Notebook auf dem Schoß. Man weiß gar nicht, was die mittlerweile alles so über Funk oder hast nicht gesehen, alles so abfragen können, ne? Ach, guck mal hier, ein Känguru aus Ofenbach, du. Ja, der steht da. Da fahren sie einfach vorbei, obwohl der ja eigentlich da längerfristig nichts zu stehen hat, ne? Normalerweise muss man, wenn man da verreckt, doch dafür sorgen, dass so schnellstmöglich die Karre da wegkommt. Übrigens, ich hatte es glaube ich letztes schon mal, Rastplatz Funkstadt auf der 6, direkt wenn man rausfährt auf der linken Seite, am Anfang, da steht ein Auflieger, jetzt schon seit Wochen. Ich habe den ja so ein bisschen unter Beobachtung, eigentlich warte ich nur darauf, dass irgendwann die Schilder weg sind oder dergleichen, oder schauen wir mal, ob irgendwas abgebaut wird, sobald es da ans Fledern geht. Halte ich vielleicht mal an und film das. Nee, der war nicht lecker, der Muffin. Nee, echt nicht. Nee, das muss ich morgen auch raushauen. Ja, wie gesagt, ich habe ihn gefragt, ob die vielleicht mal ein paar Eier haben will und so. Aber da hat er nicht direkt einfach so ja gesagt. Er hat gesagt, er wollte sich erst fragen. Okay, ich sag, frag. Im Moment ist es auch nicht so fett mit, denn durch das Wetter bedingt, nein, ist ja klar, kalt, Regen, schlechtes Wetter, da legen die Hühner nicht so üppig. Man kann so sagen, ungefähr, wir haben ja 14 Hühner, ja, pro Huhn jeden zweiten Tag ein Ei. Einige, und dann sind da ja so ein paar Ausgefallene dabei, die sogenannten Grünleger, die grünen Eier legen. Die legen nicht mal alle zwei Tage. Also wir haben momentan, behaupte ich mal, zwischen 3 und 6 Eier pro Tag. Aber ich habe ja meinen Arbeitskollegen, der nimmt ja 20 bzw. 30 Eier in der Woche. Da müssen wir ja manchmal auch schon bremsen und sagen, ja gut, 5 Tage mit 6, da haben wir dann die 30, aber wenn sie es nur 3 mal 5, nur 15, dann kann er vielleicht 20 haben, dann war es das. Ne? Aber das ist, mich freut das, weil das ist jemand, der weiß wirklich unsere Eier zu schätzen. Er sagt immer, kommt ja schon mal vor, dann klappt das nicht mit dem Erholen, dass sie schon mal woanders welche geholt haben. Und dann sagt er ja mal seine Frau hat dann zu ihm gesagt, sieh mal zu, dass du wieder hier Eier vom Captain holst. Ich meine, vielleicht, wenn man so ein Bio-Ei aus der Freilandhaltung, ja, das könnte schon rankommen. Jetzt guckt euch das an. Ich muss ja jetzt 6 km/h abziehen, also fährt der 83. Ey, der fährt 83 in Rumäne. An sowas bin ich doch sonst immer vorbeigeflogen, ja. Und jetzt dümpel ich vorbei, quäl mich vorbei. Weil er hat auch nichts drauf, hat auch die Achse gehoben. Jakowatz. Jakowatz.
oder Jakovac. Guckt euch den Shit hier an, ey. Vor allen Dingen, wenn ich jetzt bergab mal rolle und der geht bis 94, ja, dann ist das gerade mal 88, 89, ne? Nur wird es keiner in der Kontrolle sehen. Die würden alle denken, nee, komm, du bist 94 gefahren, ne? Boah, kriegt diesen Geschmack gar nicht so aus dem... Genau, ja, ich sag euch, welche Richtung das war. Zwiebelkuchen. Wieso Zwiebelkuchen? Obwohl Zwiebelkuchen schmeckt mir dann besser, weil ich behaupte mal, dass diese Kombination Muffin-Teig mit Pizzabelag, das ist nicht so der Hit. Nee, da hätten sie mal lieber... Pizza, richtige, echte Pizza gemacht und dann kalte Stücke rüberwachsen lassen, wäre besser gewesen. Aber, nein, wie sagt man so schön, geschenkter Gaul, schaut man nicht ins Maul, wir wollen uns mal nicht beschweren. Aber ich werde ihm einfach ehrlich sagen, nee, komm, Pizza Muffin bitte nicht mehr. Ach, da hat er mir den Background von den Muffins erzählt. Irgendwie, er hat immer von einer Kollegin gesprochen und da habe ich so gedacht, Kollegin, Kollegin. Ja, aber so eine ganz richtige Kollegin, also die ist nicht vom Sicherheitsdienst, nein, die ist da bei der Reinigungstruppe. Und die haben wohl schon einige Male irgendwie so ein, in Anführungsstrichen, was jetzt die Sicherheitsklamotten betrifft, so Regelverstöße gemacht. Und irgendwann war mal das Maß, ja, es tut mir leid, ich komme nicht schneller vorbei, ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern, es tut mir leid. Ja, so bin ich früher da vorbeigefahren, ey. Verdammte Hacke. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, genau, und zwar, ach ja, du bist da, ey, sowas finde ich ja auch ein bisschen arschlos. Ja, ist doch gut. Ah, das ist mir jetzt aber gezeigt, aber habe ich ja auch schon gebracht. Als das Auto noch richtig lief, ne? Naja, schauen wir mal. Nein, nochmal zurück, also, und Regelverstöße und dann... ja, haben die, das ist jetzt auch nicht so todernst gewesen von den Sicherheitsjungs, aber da haben sie Frau sich gegriffen, haben gesagt, so geht halt nicht. Haben so gemeint, also, nein, normalerweise müssten sie das ja melden, aber sie wollten mal nicht so sein. Nein, und haben also Sprüche gebracht, wie, ja, sonst geht's ab nach Polen, weil die ist wohl... polnische Staatsbürgerin, auf jeden Fall, ja, der Rumäne, der, ah ja, komm, passt. Auf jeden Fall haben sie sie dazu verdonnert, wegen den Regelverstößen, also jede Woche bis Weihnachten Muffins für sie vorne an der Pforte. Also fast schon ein bisschen erpresst um die Muffins. Ah. Nee, aber da muss ich ihm sagen, die soll sie mal weglassen. Ich bestelle die hellen wieder. Ha. Ja. Na komm, wir rauchen mal eine. Ausnahmsweise. Irgendwie ist mir danach. Nach diesem Muffin jetzt so, ja doch, mal den Geschmack so ein bisschen. Ja, für Heiligabend haben wir auch schon unser Essen bestellt bei Tochter Lotti. Die hat ja,
ich glaube, 2-3 Jahre hintereinander hat sie immer, was ist da, Tortilla? Auf jeden Fall so Teigplatten, die du dir dann selber befüllt, so mit so einem speziell mexikanisch gewürzten Hack und allem möglichen Gemüsezeug. Und dann klappst du zu und dann ab die Post. Letztes Jahr haben wir Pizza gemacht. Der steht auch schon länger da. Also gestern, nicht länger, gestern stand er schon so da. Silberner Ford. Auf jeden Fall, das war gut mit der Pizza. Aber wir haben dann überlegt, was, dieses Jahr vielleicht mal was anderes und so. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, ja, weil es geht auch darum, was wollen wir bestellen, wo wir sicher sind, dass es nicht in die Hose geht, ja. Weil unsere Lotti ist nicht so die Megaköchin. Und da haben wir gesagt, Mensch, Lasagne, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Obwohl der Kleine gesagt hat, er isst keine Lasagne. Aber da haben wir dann gesagt, ja, das ist uns egal. Da muss ich eben irgendwie Nudeln für ihn extra machen. Das ist einer, der steht überhaupt nicht auf Soße. Der isst echt die kalten Nudeln ohne alles. Also für mich müsste ja mindestens Ketchup dran. Das war ja auch so eine Sache. Als Kind habe ich ja Nudeln kennengelernt. So Nudeln mit Gulasch, ja, braune Soße, Gulasch. Und erst als mein Vater dann wieder geheiratet hat durch meine Stiefmutter, habe ich dann kennengelernt Nudeln mit Ketchup drauf. Und bin ehrlich, da sind wir total drauf abgefahren als Kinder. Heute finde ich das jetzt nicht mehr so prickelnd, aber damals war das echt ein Ding. Und wie gesagt, ich rede nicht von Spaghetti Bolognese, also von der Bolognese-Soße oder überhaupt so von irgendeiner Area. Nein, wirklich einfach nur schnöder Ketchup aus der Pulle. AD-Transporte. Naja, aus 12:22 Ankunft ist jetzt 12:32 geworden. Ja. Wieso? Was ist das denn jetzt? Aha, ich wollte sagen, irgendwie müsste er doch laden. Naja, kein weiterer Verzug mehr. Ich denke mal, eine Stunde 40 sind wir zu Hause. Ein Viertelstündchen nehme ich euch noch mit. Fahrzeug.
Ach ja, dazu fällt mir ein, habe ich so einen kleinen Artikel gelesen. Irgendwie TÜV-Report, die Autos mit den wenigsten Mängeln. Und dann haben sie das so in so verschiedene Kategorien eingeteilt. Was weiß ich, 1 bis 2 Jahre, 2 bis 4 oder 1 bis 3, irgendwas in der Art. Und geglänzt hat da irgendwie, fragt mich bitte jetzt nicht, welches Modell, Porsche. Ich meine Carrera, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall Porsche. Also Porsche war wirklich weit vorne. Und ja, dann glaube ich von VW, T-Roc und so. Aber dann habe ich so heute Morgen mal nachgedacht und habe gedacht, das ist eigentlich überhaupt keine Aussage für, oder keine verwertbare Aussage, wenn man jetzt, sagen wir mal, so Gebrauchtwagenkäufer ist. Und zwar aus folgendem Grund. Das ist so ein bisschen wie dieser Trugschluss. Es gibt ja dieses Gerücht, Mischlinge sind gesünder als Rassehunde. Und das ist nämlich auch so eine, könnte man sagen, Art statistische Verfälschung. Und zwar, im Vergleich wird mit Mischling etwas weniger zum Arzt gegangen. Nein? Weil ist klar, wenn ihr jetzt hier einen Rassehund da, so bestimmte Rasse da für 2.000, 3.000 Euro zugelegt hast und es gibt welche, die kosten so viel, dann gehst du natürlich für jeden kleinen quersitzenden Furz, rennst du zum Tierarzt. Ja? Und sowas beeinflusst natürlich dann die Statistik. Was wird das hier jetzt? Und eigentlich ist es bei den Fahrzeugen genauso. Wer einen Porsche hat, ja, oder wer sich einen Porsche liest, ist ja sowieso verpflichtet zu den Inspektionen. Und wer ihn kauft, wird ihn auch hegen und pflegen. Denn nur dann hast du ja diese wirklich bei Porsche vorhandene Wertstabilität. So, wenn dein Auto gepflegt ist und immer in die Wartung geht, dann gibt es natürlich beim TÜV keine Mängel. Wenn ich jetzt, ohne vorher mal zu schauen, zum TÜV fahre, dann kann es natürlich sein, dass der TÜV sagt, hör mal, du brauchst neue Bremsscheiben oder deine Bremsbeläge sind runter oder hier leckt ein Stoßdämpfer. Schaue ich aber vorher nach und sehe, Mensch, die Bremsscheiben sind nicht mehr gut oder da leckt der Stoßdämpfer, bring das in Ordnung, dann geht mein Auto ja mängelfrei über den TÜV. Und das ist nämlich das Ganze, was da mit reinspielt. Denn zum Beispiel mal, einmal hatte mein Auto einen Mangel, den ich selber überhaupt nicht so bemerkt habe. Da war mein Zündschloss defekt. Defekt insofern, der muss schon beim irgendwas war da mit der Verriegelung, die nicht mehr richtig funktioniert hat, sodass sie es bemängelt haben. Fragt mich jetzt bitte nicht mehr, was genau. Vor allen Dingen, da zeigt mir der Typ vom TÜV so sein Notebook da und dann steht nämlich genau dieser Fehler mit dem Zündschloss als durchaus etwas häufiger auftretender Fehler beim Renault Kangoo. Ja, wir haben dann hin und her überlegt, es war nämlich nicht billig, also ein einfaches Zündschloss, was nicht mit unseren anderen Schlüsseln kompatibel, also was nicht die gleiche Schließung gehabt hätte, das wäre sehr günstig gewesen, ich glaube 50 Euro oder so. Einen Moment mal eben. 10 Sekunden durchlüften. Ha, da
unten sitzt einer auf der Leitplanke, ein kleines fernbedienbares Pult und steuert dann so einen fernbedienbaren Rasenmäherroboter da durchs Gelände. Da hat sich auch das Arbeitsbild ein bisschen geändert. Naja, ja genau, mit dem Zündschuss. Und wir haben dann in den sauren Apfel gebissen und uns ein Original-Zündschloss besorgt, damit auch wieder der gleiche Schlüssel arbeitet und so weiter. Das hat aber, weil das irgendwie eingelesen ist, was weiß ich, 250 Euro gekostet. Ich meine, das war ein saurer Apfel, aber wir haben dann gesagt, Mensch, ist alles in Ordnung an dem Auto, alles tippitoppi, da wollen wir jetzt da nicht sparen. Wir wollen ja auch da kein Gefummel haben, wir wollen ja eigentlich, dass es bei einem Schlüssel bleibt. Ja, fahr doch rüber! Er auch hier ohne Blinker. Ah, ey, wieder ohne Blinker. Ich weiß gar nicht, da kam nichts von hinten, da tut er sich da so schwer. Oh, 45 Sekunden Verzug in 19 Kilometer. Was kann das sein? Ach, ey, das hätte mir doch auch wieder fast die Ecke abgefahren. Boah, ich sehe das schon kommen. Eines Tages wird es nochmal passieren. Ich hoffe, dass ich dann zufällig die Kamera am Laufen habe, um zu zeigen, dass ich nicht hier hin und her geschlenkert bin, sondern derjenige einfach keinen ausreichenden Abstand eingehalten hat. Na, ist aber schon weg mit den paar Sekunden. Was weiß ich, was da war. Und man sagt die. Nee, dann müssen wir noch mal einen hochgehen. Also das ist auch merkwürdig. Manchmal bläst aber 19 Grad warme Luft. Dann musst du wiederum 21 Grad einstellen, damit da warme Luft rauskommt. So ganz 100%ig funktioniert es wohl nicht mehr. Aber man kann damit leben. Man kann damit leben. Och, der nächste. Schon wieder Pannenkarre. Ah, da. Wuppertal, Blondie aus Wuppertal. Oh, mit Doppelbox hin. Zwei Hunde. Meine Hundemutti. Ich habe schon mal einen Buchtitel im Kopf gehabt. Ein Leben vor die, in Klammern, für die Hunde. Ja, weil sich das im Grunde durch mein ganzes Leben zieht. Ne? Also genau genommen hat es mit den Hunden schon vor 60 Jahren angefangen. Das heißt, noch ein bisschen früher, aber da hatte ich nicht so die Wahrnehmung dafür. Ich konnte noch nicht laufen, da bin ich aber schon auf den Schäferhund drauf gekrochen. Und dann mein Faible für Hunde, also ist, ja, hat nie nachgelassen, sage ich mal. Im Gegenteil, es war einer meiner sehnlichsten Wünsche, den ich mir auch ziemlich früh erfüllt habe und
ja, durchaus auch auf Karriere verzichtet, könnte man so sagen. Hört sich jetzt ein bisschen hochtrabend an. Ich will jetzt nicht von einer Mega-Karriere sprechen, aber es hat schon Einfluss auf meine berufliche Entwicklung gehabt. Denn ich sage mal, ohne Hund, ohne Freundin hätte es natürlich die, ja, da hätte man bei der Berufswahl oder bei der Jobwahl oder bei der Stellenwahl einfach ein breiteres Spektrum gehabt. Ne? Aber da ich ja schon sehr früh damit angefangen habe und sehr konsequent dazu stehe, also ich sag mal so, für andere gibt es das ja durchaus, die legen sich einen Hund zu, haben den 3-4 Jahre, dann ändern sich die Lebensumstände und dann, ich will nicht von mal eben sprechen, ja, also es mag durchaus sein, dass es, nein, oder ich kann mir jetzt gut, dass es den Leuten trotzdem schwerfällt, aber sie trennen sich dann von ihrem Hund, na, und das kommt für mich eigentlich gar nicht in Frage. Also nur im aller äußersten Notfall. Und wenn ich mir so vorstelle, jetzt unser Benny da, der Rüde, ist ja wie unser Rüde Barry, der ja vor Jahren gestorben ist und wo ich ja dieses Video gemacht habe, der alter Hund, die letzten Tage in seinem Leben. Die beiden, die sind ja auch sogar bei uns geboren. Die waren ja noch nie in fremder Hand. Nicht mal die ersten 8 Wochen. Und also ich glaube, für den wäre das eine ganz harte Sache. Denn dass er, sagen wir mal, einen engen Bezug zu uns hat, das kann man schon immer wieder feststellen. Da ist schon eine hohe Bindung, wenn du so einen Welpen von klein auf dabei hast. Also von der Geburt an, wenn der Hund von Geburt an bei dir im Hause ist und man auch einen engen Kontakt pflegt, dann... Luxusbäder. Was wir uns am Sonntag, das ist jetzt schon bei der Reha, am Sonntag auch angesehen haben, was wir recht unterhaltsam fanden, war so eine, ja, irgendwie so eine Art Doku-Reihe auf ARD irgendwie. Also wir haben es dann über die Mediathek geguckt, weil diese Folgen, die liegen schon eine Zeit zurück. Und das Schöne war, dadurch konnten wir dann eine nach der anderen schauen, aber ist noch was offen. Und zwar ging es um 3 Paare, die alle Probleme, Beziehungsprobleme hatten. Und jetzt da, naja, sich zusammengesetzt haben mit so einem Psychologen zur Paartherapie, so, ne? Und das war sehr interessant. Ja, doch, kann man nicht anders sagen. Und regt einen auch an zum Nachdenken und so. Und meine Frau und ich sind ja jetzt 22 Jahre zusammen. Und ja, ich würde behaupten, es läuft gut. Das schließt aber nicht aus, dass auch bei uns mal es laut wird, harte Worte fallen, auch mal, ja, die verbal die Fetzen fliegen. Also Tätlichkeiten gibt es natürlich nicht. Das ist undiskutabel. Nein, aber so, dass man eben mal schon mal einen Zoff hat, ne? Und eben
sich da so mal Sachen um die Ohren pfeffert. Was wir aber für uns festgestellt haben, ist, was bei diesen Paaren sehr häufig war, die haben das gar nicht so geäußert, was sie jetzt für ein Problem haben, wodurch natürlich die Beziehung negativ beeinflusst worden ist. Und da haben wir uns so angeguckt und haben gesagt, naja, wir sind da ein bisschen anders, wir hauen es raus. Ne? Wir hauen es einfach raus, wenn uns was nicht passt. Klar ist vielleicht hin und wieder mal auch, oh, das ist ein Litauer hier, ne? Ey, guckt euch das an, Leute. 76 und da muss ich noch 6 abziehen. Sag mal, tickt der noch richtig, der Bursche? Na, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, Junge. Ich muss jetzt mal raus hier. Nee. Gerade war kein Überholverbot. Und jetzt, wo ich rausgehe, kommt hier Überholverbot. Das ist eine Frechheit. Und jetzt, Junge, gehst du auch nicht mehr raus. Das ist doch ein Mist, ey. Ja, sowas ist auch blöde. Ich meine, der fährt jetzt echt hier PIN 80, ne, mit Schlabberei nach unten. Ich meine, ist er auch in Ordnung mit seinem Sprit. Obwohl, die Jungs habe ich auch schon gesehen mit dem Smartphone in der Hand, Beine oben. Habt ihr das gesehen? Gerade war noch nicht, zack, hat er umgeschaltet. Ist doch eine Sauerei. Warum? Wozu? Wieso? Weshalb? Ich sag nur, die Würfel. Aber es ist interessant, sich sowas mal anzugucken. Einfach mal so zu schauen. Ich meine, da waren schon Dinge, wo wir gesagt haben, naja, ne? Haben wir vielleicht auch mal ein Problem mit gehabt oder was weiß ich. Also gut, man hat allerdings auch, ja gut, da waren auch welche bei, die waren gerade mal 2 Jahre zusammen. Und das hat mich unheimlich stark an einen früheren Bekannten, Psychologe seines Zeichens, den habe ich kennengelernt bei der Bundeswehr. Da war er allerdings noch kein Psychologe, da war er Abiturient mit ganz starkem Hang zur Psychologie und dem festen Wunsch und Entschluss, auch Psychologie zu studieren. Und er hat sich schon während der Bundeswehrzeit also über Lektüre vorgebildet und so. Und da ich auch so ein bisschen so ein kleines Faible für Psychologie habe und solche Dinge und auch jemand bin, der auf so Kleinigkeiten achtet, so Feinheiten. Das ist ja zum Beispiel in den Hörbüchern, die ich momentan höre, spielt ja ein Psychologe so auch eine Art Hauptrolle. Und das ist auch einer, der auf die Kleinigkeiten achtet. Was weiß ich, ob einer geputzte oder ungeputzte Schuhe hat, ob einer abgekaute Fingernägel hat und so weiter und so fort. Nein, und da habe ich den kennengelernt und wir sind auch viele Jahre in Kontakt gewesen und geblieben. Leider hat sich dann ja ein bisschen, ist es auseinandergegangen. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass der ein Jahr lang mit einer Frau zusammen war, der irgendwo kennengelernt, aufgegabelt hat. Und dann habe ich den mal besucht und da war er also ein Jahr mit ihr zusammen. Da hat er mir erzählt, ja, sie wären in Therapie. Da habe ich gedacht, wie bekloppt ist das denn? Na, wenn ich ein Jahr lang mit einer Frau zusammen bin und das läuft nicht, dann ist doch was faul. Da brauche ich doch keine Therapie. Was ich da brauche, ist eine Trennung. Da muss jeder wieder seiner Wege gehen. Nein. Wenn man jetzt nach 22 Jahren durch irgendwelche Dinge oder eine Veränderung stattfindet und man hat dadurch Probleme, ja klar, dann kann man sich vielleicht auch mal Rat und Hilfe von außen holen. Obwohl, wie gesagt, wir sind so, wir hauen es raus und ja, dann in Anführungsstrichen fliegen auch mal leicht verbal die Fetzen, aber das reinigt dann wieder die Luft und ja, so kommen wir irgendwie klar.
Ein Knackpunkt ist zum Beispiel, aber da komme ich auch zum Ende, weil wir sind jetzt schon an Schäferborn vorbei. Der Joe Kelly, der hatte letztens in dieser Serie Seven vs. Wild gesagt, also manche Leute würden ihn für einen Messi halten, weil er auch jemand ist, er wirft nichts weg. Er behält so gut wie alles, weil man könnte es ja noch brauchen oder gebrauchen. Und so bin ich ja auch. Und meine Frau, die hat mir auch schon mal vorgeworfen, ich wäre ein Messi. Aber sie sieht oder erlebt auch immer wieder, dass wir plötzlich irgendwas benötigen und dann fällt uns ein, Mensch, da war doch, da und da oder hatten wir nicht. Na? Ja gut, aber wir sehen uns am Freitag schon wieder. Ich würde sagen, für heute war es das. Es ist wirklich ein ganzer Schlappen länger geworden, auch durch den Umweg und so. Ich guck mal, ob ihr noch da seid. Ja, alles gut. Ich sag wie immer, bleibt mir alle gesund. Ja, wie gesagt, tschüss bis Freitag. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.